Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es ist wieder für euch euer Lazy und wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge von Borderlands 2. Mit der Abso. Yippie! geht das jetzt hier schon so los oder was? Nahkampfduell. Komm ran! Ah ja, scheiße, ich sag gegen Zero Nahkampfduell. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich muss sagen, ich habe keine Skills, die meinen Nahkampfschaden erhöhen. Ja, das hast du ja letzte Folge hast du ja abgelegt. Weiß ich ja. Ja, aber du hast ja trotzdem, wenn du in deinem Action-Skill angreifst, hast du ja trotzdem einen gewissen Prozentsatz. Egal, wir sind heute in einem neuen DLC unterwegs, was uns der liebe Zero wieder während dem Porten vorstellen wird. Den Badass Creator of Badassitude. Richtig, den Badass... Oder das DLC mit dem unaussprechlichen Namen. Richtig, den Badass Creator of Badassitude. Ey, so nur, geil. Nur als Info, mein Skill macht, gibt mir bis zu 650% Bonus Nahkampfschaden. Ja, also. Zack. Also ein bisschen. So, also, und das ist jetzt. Genau, ihr seht. Hört zu, ihr Dumpfbacken dieser Welt. Hier spricht Patricia Tennis. Ich habe eine weitere Kammer gefunden. Wie ihr wisst, löste die Öffnung der ersten Kammer vor 5 Jahren eine Kettenreaktion aus, die weitere Kammern auf Pandora offenbart. Was interessiert dich das, Kammerjäger? Ich interessiert Beute und Muckis und Explosionen. Ich bin Torg und ich möchte dir eine einzige Frage stellen. Explosionen? Runter von dieser Frequenz, du proteinsabbernde Witzfigur. Ich versuche hier zu vermitteln. Dieser Satz hatte zu viele Silben. Entschuldige dich. Wie gesagt, ich habe entdeckt, dass diese neue Kammer im Zentrum eines großen Kraters liegt und sich nur öffnet, ich zitiere, wenn der Champion Pandora sie mit dem Blute des ultimativen Feiglings tränkt. Wir von der Torg Corporation finden das endgeil. So endgeil, dass wir ein Turnier ausrichten, um diesen Badass Nummer 1 zu ermitteln. Wenn du mitmachen willst, komm an den Ort der Kammer, im Badass Crater of Badassitude. So heißt diese Gegend nicht wirklich. Im Badass Crater of Badassitude. Es ist so geil, Mr. Talks Kampagne. Oh Gott, es ist geil. Es ist wirklich geil. Also da haben sich die Entwickler echt selbst übertroffen. Aber warte noch, Zero. Hier ist Mr. Talk mit einer Übertragung aus dem tiefen Orbit. Wenn du hier bist, dann willst du unser Turnier gewinnen. Eine Kamera öffnen und den Titel des Badass Nummer 1 erringen. Bevor es losgeht, musst du digital auf alle Rechtsansprüche verzichten. So dreckig. Zero, warte mal, Zero, ich habe eine Frage, bevor es losgeht. Eine Frage. Explosionen? Ich hab eine Waffe, die explodierende Schwerter schießt. Beantwortet seine Frage. Was? Ja, aus Tiny Tina DLC. Ja. Nice! Ach, die hast du dir jetzt extra gefarmt. Ja, warte mal, könntest du mal deine Waffen kurz... Warte mal. Könntest du deine Waffen noch kurz mal rauslegen, damit die Leute auch sehen, was du dir da jetzt so zusammengefarmt hast? Na, die Tür war gerade gefarmt. So, Leute, das hat er sich gefarmt hier. Du bist jetzt in Torkland. Geh zur Arena, während ich ein cooles Gitarren-Solo hinlege. Danke. Ich kann einfach verlassen, ich krieg die Waffen eh wieder. Also wenn das nicht unbedingt die Waffen, die man jetzt schwer zu farmen sind. Ne, aber korrekt. Cool. Hat sich der Zero, müsst ihr euch mal vorstellen, Zero sich extra den Aufwand gemacht, noch für den weiteren Verlauf des Let's Plays, sich da was zusammenzufarmen. Finde ich korrekt. Finde ich cool. Aber warum hast du ein B-Schild auf Level 34? Warum nicht? Ja, aber das kriegt man nur im zweiten Spielverlauf. Nein. Tiny Tina DLC. Stimmt, weil hättest du es bei dem Typ gefarmt, dann hättest du das... Oh Gott, ich hab den Timer vergessen. Oh Gott, ja, keine Ahnung. Dann wird die Folge wahrscheinlich ein bisschen länger. Mann, Zero, ich hab echt Timer vergessen. Und ich bin hier mit meinem Feuerwehrmanns-Kostüm-Outfit. Ja. Scheiße. Ja, der Zero, der ist da. Explosionen! Ich möchte schon echt so freundlich überspringen. Hat ewig gedauert. Wenn du die Kammer öffnen willst,
musst du die Tabelle hochklettern. Außerdem brauchst du einen Sponsor. Das hat so scheiß rechtliche Gründe. Geh zur Arena, dort kriegst du einen. Geh zur Arena. So, und jetzt sind wir gespannt, welches Level haben denn die Jungs hier. Level 31. Geht klar. Oh. Jo. Alter, der mit seiner scheiß Sniper, Alter. Ah ja, wir müssen jetzt gerade in der Zeit aufnehmen, wo ich leider immer noch angeschlagen bin. Habt ihr ja schon aus. Oh Gott. Als ich dir einen Sponsor besorgen sollte. Du fragst, trug der Heidi die Krawatte oder hast du ihn damit vermöbelt? Die Antwort lautet ja. Es ist so geil. Die Antwort lautet ja. Also Leute, ich halte mich gerade brutal zurück, nicht loshusten zu müssen. Du hast vielleicht bemerkt, dass alle hier mich killen wollen. Top-Mitarbeiter eingeschlossen. Keine Ursache. Ich wollte nicht, dass hier langweilig wird. Und sagte mir, scheiß drauf, geben wir allen eine Knarre. Wir haben in 3 Tagen die halbe Belegschaft verloren. Aber wen kümmert's? Das ist so... ohne Scheiß, also dieses DLC... Das hat, glaubt, den dümmsten Humor von dem ganzen Spiel. Und das ganze Spiel war vom Niveau her jetzt nicht so riesig. Aber das DLC, das toppt wirklich noch alles. Bin aber echt froh, dass die nicht so eine Herald haben als Waffe oder so, sondern dass die halt nur die Standarddinger haben. In Torque-Waffen. Ja. Weil hätte da einer eine Herald, stell dir das einfach nur mal vor. So ein paar Mobs, so ein paar Gegner mit. Oh, Moxys Porträt. Hast du die Dinger eigentlich so schon mal gesehen, wenn die am Boden liegen, die Dinger? Ja. Ihr spricht Pisten, okay. Bin schwer beeindruckt von deiner Vorstellung, Kammerjäger. Aber das ist ein Thumbnail, sehe ich gerade. Du brauchst einen Sponsor. Wenn das Leben so spielt, brauch ich einen neuen Schützling. Komm zu mir in die Arena. Folge einfach dem Duft des Erfolgs. Pisten, was sagen Sie den Leuten, die Sie beschuldigen, zu schummeln und Kämpfe abzusprechen, um die Nummer 1 zu werden? Oh, Jeffrey, ich sage... Da müsste ich wohl das. Und dann würde ich Ihnen sagen, nennt mich niemals einen Betrüger. Ja, und der Typ, da sieht man eigentlich schon, dass das ein richtiger Dulli ist, Alter. Hey, hierüber, Neuer. Jawohl, meine lieben Freunde, da sind wir nach einer kurzen technischen Störung wieder am Start mit dem lieben Zero. Hallo, Zero. Hallo. Ich sehe nur eine Frage. Explosionen! Ja! Alter, wie er hier alles wegkillt. So, und da ist jetzt der Assi. Dann wird auf mich geschossen. Schnellstraße in die Hölle. Besorg dir einen Sponsor. Du bist an der Arena und hast einen Sponsor. Das Turnier kann beginnen. Abschluss Pisten. Ja, also Pisten. Pisten wird dich fördern. Pisten nimmt dich unter seine extrem muskulösen Fittiche. Und wir öffnen gemeinsam die Kammer. Ich habe bereits den ersten Kampf in der Arena für dich arrangiert. Geh rein und zeig allen, dass man am Pisten und dem Kammerjäger nicht vorbeikommt. Kommt es mir nur so vor, oder will der dich nach Strich und Faden aufs Kreuz legen? Kommt dir nur so vor. Ja, der Pisten ist mein bester Freund seit heute. Der ist so vertrauenserweckend. Ah, auf jeden Fall. Ich kenne ihn schon so ewig jetzt. Und ja. Wie halt in der Arena, in dem Bild von der Arena, einfach die Leute von der Decke runterhängen. So, das hier sind die Talk-Automaten. Normal würdest du zuerst gegen einen einzelnen Sticky Lob Bonus Package, Alter. Krass. Stattdessen kämpfst du gegen ein paar Dutzend Trottel, die sich die Horde of Horrors nennen. Ich könnte die mit meinen Brustmuskeln auf den Rücken unten fertig machen. Und eine weiße Schuhbinde. Mit beiden Brustmuskeln auf den Rücken gebunden. Was ist denn das? Was glaube das für ein Scheiß? Er scheint unser nächster Kämpfer ist hier. Hat der Kammerjäger das Zeug dazu, die Appetite for Destruction-Runde zu überstehen? Natürlich. Ich denke, wir alle kennen die Antwort. Vielleicht. Hä, warum muss man da vorne sein? Ach, weil die Arena verbrecht wird. Die Regeln sind einfach. Benutze die verfügbare Ausrüstung und töte alle. Wer als letzter steht, ist ein astreiner Badass. Geh in die Mitte der Arena, wenn du bereit bist anzufangen. Die verfügbare Ausrüstung.
Wo? Wahrscheinlich die Munitionsbehälter, oder was? Keine Ahnung. Hol mal deine Sniper raus. Mach ich. Die ist wahrscheinlich Gold wert jetzt. Vor allem, du One-Hit ist ja eh jeden, oder? Nö, nicht unbedingt. Na doch schon, oder? Nö. Zumindest die Trash. Die Trash-Mobs, denke ich schon. Oh Gott, es tut mir echt leid. Oh, kann nicht. Ein hammerharter Schlag vom Kammerjäger. Hä? Wo ist denn der? Ja, der ist sogar angelaufen. Bälle überstanden. Oh. Aber mach's dir nicht zu gemütlich. Ja, es kommt. Mach mal ran hier jetzt. Ah ja. Also Zero, ach ja. Gerade wir sind halt schon mitten in der ersten Folge und wir haben vergessen noch was ganz Wichtiges zu sagen, aber es ist ja eigentlich schon aufgefallen. Der Monsuno, der ist leider dieses DLC auch nicht am Start. Immer noch Prüfungsstress. Von daher sehr, sehr viele liebe Grüße von uns beiden. Du schaffst das, kein Ding, du kriegst das hin. Aber garantiert ist der Monsuno beim Tiny Tina DLC, ist er bei unserem letzten DLC in Borderlands 2, ist er Monsuno wieder am Start. Wenn du noch lebst, schnapp dir Munition. Wenn nicht, ist diese Nachricht irrelevant. Er beißt sich durch die Welt wie ein fettes Kind durch Weihnachtsplätzchen. Jetzt will ich auch. Oh Gott, ich liebe das. Aua, aua, Alter. Au, Alter, woher denn jetzt? Also ich habe jetzt hier halt echt überhaupt keinen Bock down zu gehen, Alter. Das sag ich dir ehrlich. Das war nichts, Kammerjäger. Jetzt komm her. Danke. Alter, stimmt, die werfen ja hier mit den Explosionsfässern. Ja, die Architekten. Jo. Oh Gott, die Ingenieure. Ja, ja. Später sind wir. Alter. Oh, okay. Das war's. Der Ding, Ding, Ding. Und katapultiert sich auf Platz 5 der Tabelle. Nice. Stolz auf dich. Ich habe die Helfer angewiesen, dir ein paar Knarren zu geben. Moxie, Alla. Pisten findet. Dies ist der Alla. Einer wunderbaren Freundschaft. Vor allem, was bringt es, die Dinger einzusammeln? Wahrscheinlich gar nichts. Nö. So, wir kriegen 5 Token. Ich teile doch den Schatz, den kann man nicht mit einem hergelaufenen Söldner. Ich bin der größte Kämpfer aller Zeiten. Ich öffne die Kammer selbst. Und du? Mann, jetzt schmeiß ich hier meine Huschenbonbons um. Was du da hörst, ist Transportgas, das in die Arena einströmt. Ja. Ich hab die Kameras abgeschaltet. Ich kann das Gips nicht wechseln. Und werd ohnmächtig. Bin wie ein braver kleiner Feigling. Ah ja, wir sollen ohnmächtig werden wie ein braver kleiner Feigling. Naja, der Typ, der hat doch richtig gelitten, alle. Was ist mit der Übertragung? Warum so. Höre ich das? Hat jemand den Kammerjäger verschleppt? Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich meine, es ist natürlich ein Schreckensszenario hier, aber wenn man sich anguckt, wie viel Detail die Entwickler hier wirklich in diese Räume gesteckt haben. Und jetzt mal Fakt, einfach ein Fakt. In diesem Raum ist man in dem ganzen Spiel nur einmal. Und da, also, ich muss ehrlich sein, in dem Raum steckt richtig viel Liebe drin. Hm. Ich meine, okay, es ist zwar schrecklich so mit den ganzen Leichen und so, aber der Raum ist halt für das, für den Verwendungszweck, ist der richtig geil designt. Danke. Hä? Wo bist denn du jetzt? Aber ich dachte, wir wechseln das Gebiet, bin ich einfach irgendwo hingesprungen. Bist du jetzt gestorben oder was? Ja! Nein! Nein! Das ist jetzt nicht wahr! Ach du Sch. Tut mir leid! Sorry! Ich dachte, oh Gott! Ja! Ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich es nicht getan, natürlich! Nee, ich kämpfe jetzt nicht mit dir, du Armleuchter. Ah, toll, jetzt kommen wir an. Ja, schön. Schön. Voll über der Schockwaffe, die ein Schild sowieso vollkommen mit einem Treffer weghaut.
Oh Gott, ihr müsst mir das wirklich verzeihen. Ich guck, dass ich es irgendwie über irgendeinen Ton drüber laufen lasse, über das ganze Gehuschte, Alter. Was zum Teufel? Ladies and Gentlemen, der Kammerjäger ist aus der Arena verschwunden. Ich weiß nicht, wo ist er hin? Verdammt! Ich kläre dich auf, Talk. Der Kammerjäger ist getürmt. Ja, klar. Abgehauen. Er hat geschnallt, dass er gegen mich antreten muss, um zum Badass Nummer 1 auf Pandora zu werden. Und ist abgehauen. Wie ein kleines Baby. Abgehauen! Verkehrte Welt! Ich habe keine Wahl! Als Leiter des Talk-Turniers muss ich den Kammerjäger offiziell zum Feigling stempeln! Na gut. Nee. Ich muss den Kammerjäger offiziell zum Feigling stempeln. Talk! Du weißt gar nicht, was du da tust! Okay. Überleg dir das! Ehrlich sein. Ich weiß, dass du in Wahrheit kein Feigling bist, aber Scheiße! So, die einzige richtige Tarnung. Ja, korrekt. Du musst hier vorne rausschauen. Ja, das machen wir gleich. Ach, ist da das Häschen von Tiny Tina drauf? Nein, da ist Lilith drauf. Lilith? Im Bikini. Hä? Hä, wo hast denn du die Tarnung her? Ich weiß nicht, die findest du irgendwo. Die ist zufällig. Geil. Machen wir noch ein zweites Thumbnail gleich. Okay, wir müssen jetzt den Beatdown erreichen. Das ist einfach ein ganzes Gebiet, wo einfach der Beatdown heißt. Sonst läuft's, oder? Was geht da? Zero läuft, oder? Zero läuft. Ja. Ja, ja. Ich mag die Dinge, die fahren immer rein. Oh, verschluckt. Was? Ach ja, ja. Hier gibt es nachher noch eine Quest. Hier muss man dreimal eine Runde fahren. Ja? In einer vorgegebenen Zeit. Ja? Und diese Quest, die ist dann nicht nach dem ersten Mal abgeschlossen, wie man das so denkt, sondern dann gibt es noch ein zweites Mal, wo man noch mal ein paar Sekunden schneller sein muss und ein drittes Mal. Ja? Und das ist richtig fuck. Es ist schön, mal wieder schneller vom Fahrzeug auszusteigen. Boah, guck mal, was war das jetzt? Was? Alter, Alter! Wir prügeln das Auto sonst wohin. Oh mein Gott. Warum kann man denn so ganzes scheiß Auto da wegprügeln? Was ist das? Oh Gott, ist das geil. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ist das geil. Man kann das Auto wegprügeln. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dieses Bikini-Lilith-Ding, das habe ich tatsächlich auch noch vorne nicht gesehen. Oder ist es mir zumindest nie aufgefallen? Ja, ganz interessanter Fun Fact, hier auf dieser Passage kann man die Tiny Tina Sniper, die Cobra. Nee, die kann man überall farmen, aber hier ist am einfachsten. Kannst du von jedem irgendwie aus dem Text hier bekommen. Die hätten wir auch direkt da, wo wir das erste Mal gegen Kinder finden mussten. Wie meinst du? Und Talk uns gesagt hat, damit er jeden einfach eine Waffe gegeben hat, weil es spannender sein soll. Da hätten wir die auch schon bekommen können. Echt? Cobra. Ja, kannst du überall bekommen. Aber hier ist es am wahrscheinlichsten, weil die halt am meisten Finger sind. Okay. Hey, wo ist denn der? Oben. Oh. Ja, der macht aber nicht mehr lang rum hier. Ja, hast du jetzt das Bild eingesammelt? Ja. Oh, ich wollte mir das noch angucken. Scheiße. Egal, macht nix. Macht nix, alles gut. So werde ich wenigstens nicht abgelenkt vom Spiel. So. Ja, das Spiel ist wieder schuld. Dieser Feigling von einem Kammerjäger war wie mein eigenes Fleisch und Blut. Ich habe ihn gefördert. Groß gemacht. Ja, ja, wahrscheinlich. Als es dann drauf ankam, ist er vor Angst abgehauen. Wie tief kann man nur sinken? Trotz dieser ganzen Feiglingsaffäre bist du immer noch Badass Nummer 5 auf der Tortabelle. Und Pisten ist Nummer 1. Du musst dich die Liste hochkillen. Dann kannst du den Helden rauskehren und Pisten was auf die Fresse hauen.
Na, das hört sich doch schon ganz gut an, den Pisten eins auf die Fresse zu hauen, oder? Nachdem er uns da jetzt hier gefangen genommen hat und so ein Scheiß. Jetzt gehen wir da brutal drauf, Alter. So, ja, ja, Enforcer passt. Ja, aber sag nochmal, du meinst diese Waffe, ja gut, man kann ja rein theoretisch jede Waffe überall bekommen. Hm. Nur es gibt halt immer spezielle Mobs, die wohl eine erhöhte Chance auf die Waffen halt haben. Na, die Kobra, die kannst du nur von diesen Burner-Typen bekommen. Die Burner-Typen gibt's auch am Anfang. Ah, okay. Und so eine Welle mit denen. Da, bei denen von denen kannst du die auch bekommen, eine Arschstücke. Ja, ja, mit Glück. Es ist halt wirklich immer. Ja. Wirklich immer mit Glück. Ja, ich glaub, von der schau mal. 0,2. Schau mal da oben. Wer da ist. Die Flecker, das ist die beschissenste Waffe nach meiner Meinung. Da kannst du aber mit. Ich weiß nicht, ob du mit Zivor oder mit Krieg ist, dann hast du eine richtig gute Kombo, damit du richtig stark sein kannst. Echt? Oha. Ja, da kannst du. Der hat. Der wollte das selbe Terror. Krass. Warte mal. Bist von Terror. Zero. Du bist tot. Zero. Ja. Es wird Zeit für eine Abmoderation. Ja, wegrennt. Versteck mich. Na also, wir haben dann die heutige Folge haben wir dann geschafft, meine lieben Freunde. Würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, Borderlands ist dann doch noch nicht vorbei. Es kommt jetzt noch dieses DLC und dann noch das Tiny Tina DLC, wo der Monsuno garantiert wieder mit am Start ist. Und das war's dann. Ach scheiße, Oasis gibt's ja auch noch. Oh Gott. Das kommt noch ein bisschen was. Oh Gott, scheiße, stimmt, da kommt echt noch übel was. Ja gut, aber meine lieben Freunde, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Dann. Ja, wir wünschen euch was. Bleibt sauber. Bleibt, hey, bleibt sauber. Hau da rein. Und. Mh, geil. Und bis dann. Warte, hey. Und bis dann. Also, meine lieben Freunde, macht's gut. Hau da rein und bis dann. Tschüss. Du bist so ein Idiot.